So, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Mister. Beim letzten Mal haben wir ja die grundsätzliche Software installiert. Also wir haben die SD-Karte erstmal vorbereitet mit dem Installationstool und das Grundsystem installiert und dann mit dem Updater alles auf den aktuellen Stand gebracht und die ganzen Cores runtergeladen und haben dann ja auch schon ein Konsolenspiel, nämlich in dem Fall für das Mega-CD, spielen können. Was ich allerdings damals gesagt hatte, war, dass das mit den Videospielautomaten ein bisschen komplizierter und schwieriger werden würde, denn die Videospielautomaten, da war es bis vor kurzem sogar noch so, dass man in den Core selber die ROMs, also die ROM-Sets, die ROM-Abbilder mit reinschreiben musste. Dann kam als neue Idee auf, sozusagen, dass man solche XML-Dateien macht, MRA-Dateien heißen die, wo beschrieben ist für jeden Core, was für Spiele von diesem Core unterstützt werden, was für ROM-Sets da sozusagen nötig sind und wo sozusagen auch die ganzen ROMs dann letztlich im Speicher zu finden sind. Das hat es vereinfacht, also man musste dann sozusagen nur noch die passenden ROM-Sets finden und installieren. Aber immer noch keine hundertprozentig einfache Lösung. Und jetzt kommen wir zu einem neuen Skript, was es sozusagen erst seit kurzem gibt. Und zwar hier unter Skripts findet man das Skript Update All. Oder besser gesagt, man findet es normalerweise nicht. Es gehört nicht zum Standardlieferumfang vom Mister und wird auch nicht vom normalen Updater mit installiert. Aber ihr könnt das hier runterladen, github.com/dy-update-all-mister. Der Link natürlich in der Beschreibung. Und der macht Folgendes. Der startet zuerst den normalen Mister Updater. Dann installiert er noch zusätzliche Cores von Yotego. Das ist ein Entwickler. Dann installiert er noch zusätzlich ein paar weitere Cores, die noch nicht offiziell veröffentlicht sind. Und dann startet er den Main-Getter. Und das ist ein Tool, was dann die ganzen ROM-Images passend zu den MRA-Dateien, die man installiert hat, holt. Und zwar direkt von archive.org und die installiert. Und dann startet er zum Schluss noch, das macht er jetzt gerade, den Arcade Organizer. Und der hat eine ganz nette Funktion, nämlich, wenn wir jetzt hier mal in das Arcade-Verzeichnis gehen, das alte hat er hier gespeichert. Das neue sieht jetzt folgendermaßen aus. Man hat hier erstmal natürlich eine Liste der ganzen ROM-Sets, die man jetzt hier starten könnte, aber es gibt auch diesen Ordner, der Organized heißt. Und da sind die ganzen ROM-Sets nach unterschiedlichen Kriterien sortiert. Also einmal hier nach den Anfangsbuchstaben in einzelnen Ordnern. Da kommt man also deutlich schneller zu einem bestimmten Spiel, wenn man da hin möchte. Oder es ist sortiert nach Core, also nach dem eigentlichen FPGA-Core kann ich jetzt zum Beispiel gucken, der Astrocade-Core, der kann zum Beispiel diese Spiele hier starten. Das nächste ist nach Jahr, also nach Erscheinungsjahr. Das fängt an 1971 mit Computer Space und geht sozusagen im Endeffekt bis 2000, Gunbar Day. Das sind noch neuere Homebrews. Aber effektiv befinden sich die meisten Spiele, die aktuell sozusagen schon emuliert werden, für die es aktuell schon Cores gibt, ebenso in den 70er, 80er und 90er Jahren. Und das muss man vielleicht auch sagen, das ist jetzt keine Auswahl wie zum Beispiel bei dem Software-Emulator MAME, wo eigentlich jedes Arcade-Spiel inzwischen sozusagen nachgebaut ist. Die Entwickler-Community von Mister ist deutlich kleiner als die von MAME.
Natürlich läuft MAME auf jedem Gerät, was irgendwie einen Bildschirm hat, würde ich fast sagen. Während hingegen, um an der Mister Community teilzunehmen, braucht man eben schon auch teure Hardware. Das macht das natürlich als System für Entwickler vielleicht auch ein bisschen schwieriger, da einzusteigen. Aber dafür ist jedes System, was hier emuliert wird, eine tatsächliche FPGA-Emulation. Das heißt, das ist wirklich genauso, wie es auch in der Spielhalle war. So, wir können uns das jetzt hier noch anschauen nach Hersteller auch oder zum Schluss nach Kategorie. Da gibt es eben verschiedene Kategorien und auch Unterkategorien. Zum Beispiel unterhalb von Maze gibt es auch Maze Pac-Man. Und da haben wir jetzt hier die verschiedenen Pac-Man-Sets. Und da kann ich jetzt einfach mal eins starten. Ein beliebiges. Und das hat mir jetzt mein Videograber geschrottet. Kurz neu starten hier. So, okay. Und jetzt sehen wir hier Pac-Man. Relativ klein. Das liegt daran, dass ich eben in der Mr. Innie eingestellt habe, dass sozusagen nur ganzzahlig skaliert wird. Aber wir können jetzt hier einfach mal Pac-Man starten. Also ihr seht, ich musste keine einzige Datei irgendwo im Internet raussuchen, ich musste nichts installieren. Ich habe einfach nur sozusagen dieses Skript auf den Mister geworfen und gestartet und schon stehen mir all diese Videospiele hier zur Verfügung. Und das ist doch mal eine wirkliche Erleichterung im Vergleich dazu, wie das früher war. Und deswegen ist das jetzt auch nur ein ganz kurzes Video geworden. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann das letzte große Thema an im Zusammenhang mit dem Mister, nämlich der Emulation von Computersystemen, also PC, Amiga, Atari, PC 88, x68000, Commodore 64, was es da alles so gibt. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit den ganzen Videospielautomaten. Ciao!